dass das Teegästehaus entdeckte ich durch einen puren Zufall. Und eigentlich wollte ich hier überhaupt nicht nach Zimmern fragen. Es sah mir irgendwie, naja, sagen wir mal vorsichtig ausgedrückt, seltsam aus. Und bin dann doch rein. Und rechts habt ihr die Rezeption, wie sich herausstellte, wird es von einem sehr sympathischen jungen Engländer betrieben und seiner Frau oder Freundin, ich wollte auch nicht so genau nachfragen. Jedenfalls, er ist seit 7 Jahren in Thailand, spricht ein sehr gutes Thai und die Zimmer kosten 399 Baht. Ist wirklich der absolute Dumpingpreis. Hier der Außenbereich sieht vielleicht nicht so klasse aus, aber das Zimmer ist in Ordnung. Und ich habe endlich wieder eine optimale Wi-Fi-Verbindung. Also okay. Direkt vom Zimmer kann ich mein Motorbike parken. Erstmal Schuhe ausziehen. Hier das Zimmer. Bett ist in Ordnung. Ja, ich weiß, es liegen wieder Sachen rum. Aber bin auch gerade erst mehr oder weniger angekommen. Kleiderschrank auch wieder im Zimmer. Schminkspiegel brauche ich nicht unbedingt, aber Schreibtisch. Und hier einen gemütlichen Stuhl. Koffer stehen in Reihe und Glied, ist ja auch schon mal was wert. Einen Kühlschrank habe ich auch wieder. Es gibt auch hier wieder kostenlosen Kaffee. Und Blick in den Kühlschrank. Die Dosen und Flaschen habe nicht etwa ich gekauft. Die Dosen Bier kosten 40 Baht. Und die Leo große Flasche 65 und Chang 60 Baht. Große Flasche Wasser 20 Baht. Da kann man bestimmt nicht meckern. Dusche, Toilette auch vollkommen ausreichend für mich. Passt. Ich denke einmal, dass ich hier einige Tage bleibe. Ja, wie gesagt, ich werde hier einige Tage bleiben wahrscheinlich. Weil ich mag in einer Woche immer auf Achse zu sein, ist schon anstrengend. Und dann die langen Strecken, die ich wegen meiner Videos gelaufen bin, die habe ich jetzt doch in den Knochen sitzen. Es ist weniger die Fahrerei mit dem Motorrad, die macht nach wie vor Spaß. Aber die Lauferei mit meinem kaputten Bein, die strengt mich an. Das Stay-Gästehaus liegt etwa 1 Kilometer vom Stadtzentrum in Lao entfernt. Wir mögen mich ja alle für verfressen halten, aber ich muss mal zuerst wieder einmal ein kleines Restaurant suchen und dann werde ich mich ein wenig in Loi umsehen. So, das sind die ersten Eindrücke. Kleine Nebenstraße. Getränke. Oh, mein Bankinstitut ist auch vertreten. Obst. Und hier ein Goldshop. Damit könnt ihr eure Thai-Frauen und Freundinnen glücklich machen. Und ich musste gar nicht weit laufen. Anders als in Chiang Khan haben die Restaurants hier offen. Aber die Frau mit Pad Kha Pao Mai. An dem Laden konnte ich natürlich nicht vorbeigehen. Das sind alles Neufahrzeuge. Was ihr hier seht. 5.700 Baht ist nicht etwa der Endpreis, sondern die Anzahlung. Gefallen mir die kleinen Dinger hier. Aber die Grab. Skiwe, Dorado. Schöne Bikes. Allerdings hörte ich nicht viel Gutes über sie. Die Technik soll nicht besonders sein. Sehr anfällig. Aber sind witzig. Ja,
Die Mädels meinen, ich müsste mal was Neues zulegen. Sind mit meiner Honda aber zufrieden. Die sieht ja stark aus hier. Wahnsinnsteil. So sah mein eigenes Bike noch nie aus. Da es schmutzig wird und verstaubt ist, ist normal. Aber egal, wo ich das Teil abstelle, kommen die Teils an und sagen Motorcycle Suai, schönes Motorbike. Und dabei tatschen sie auf dem Tank rum. Der ist innerhalb von einer Woche sowas von verkratzt. Unglaublich. Ärgert mich. Mitten in der Stadt Loi, eine wunderschön gepflegte Parkanlage, die von einem See oder ja, See eingekreist wird. Es ist auch weniger die Stadt Loi, die mich reizt, obwohl die natürlich wesentlich größer ist als Chiang Khan oder auch Nong Khai. Hier gibt es Kino, hier gibt es praktisch alles. McDonald's, KFC. Es ist die Umgebung. In den nächsten Tagen werde ich mich mal nach außerhalb begeben und die herrliche Landschaft aufnehmen. Es ist wirklich sehenswert. Die Leute lassen sich etwas einfallen, um die Felder zu bewässern. Das sind alle arbeitsam hier. Aber seht euch die herrliche Anlage an. Hier muss wohl scheinbar jeden Tag gewässert werden. Andernfalls wäre hier bei diesen Temperaturen, sind heute wieder 41 Grad, wäre bei den Temperaturen alles verdorrt. Ja, ein kleiner Pavillon, wo man sich ausruhen kann. Und ja, als See kann man das nicht bezeichnen. Das ist eher so ein kleiner Kanal, wie auch immer. Jedenfalls wirklich hübsch gemacht. Und das mitten im Zentrum. Wunderbar. So sieht es praktisch in der gesamten näheren und weiteren Umgebung in Loi aus. Berge, kleine Hügel, dicht bewachsen mit Büschen und Bäumen. Und immer wieder in der Mitte von nirgendwo Häuser. Die einen besser, die anderen mit ganz einfachen Mitteln hochgezogen. Hier auch wieder alles offen. Einfach Eternitplatten, Holzveranda drum, Dach drüber und das Haus ist fertig. Ich glaube, ich muss langsam ins Hotel zurück. Die Hitze wird unerträglich unter dem Helm. Im Hintergrund wieder einer der imposanten Berge. Jedenfalls für Thailand sind es Berge. Nach einer Woche unterwegs kristallisierte sich das erste Problem heraus. Und das sind die schlechten Internetverbindungen, die Wi-Fi-Verbindungen. In Chiang Khan musste ich den Upload der Videos abbrechen, weil das Internet zusammenbrach. Deshalb werden manche der Videos zeitversetzt ankommen, also ein, zwei oder auch drei Tage später nach dem Aufnahmedatum. Das ist aber leider nicht zu ändern. Hier in Loi ist die Verbindung bisher recht stabil. Aber abwarten und Tee trinken.